Was ist das? Ach ja, das ist auch noch mal ein alternativer Mini-Gaskocher. Hatte ich den euch mal gezeigt? Ja, die bestimmt. War auch ein Geschenk. Da ist er. Ja. Klein, fein, leicht. Klappt ganz gut. Gibt tatsächlich noch kleinere und noch leichtere. Aber der ist auch ganz schön und gerade wenn man mal mehrere Kocher mitnehmen, wenn man mit mehreren Flammen arbeiten wollen, bei größeren Geköchsächelchen, also wenn Frau kocht vor allen Dingen, da kommt der gerne zum Einsatz. Aber ich lasse den mal aus dem Beutelchen raus, weil sonst vergesse ich immer, dass ich den habe. So, die stellen wir wieder hier hin. Das ist zum Wasserabmessen für Flammlos-Kochset. Da hinten eine Spiritus, alternative Spiritusflasche. Das ist ein Windschutz, Titan-Windschutz, ganz dünnes Blech. Da ein bisschen Benzin, Benzinflaschen, Lampenöl. Meinen Optimus Super-Toll-Kocher, der halt bei jeder Bedingung, unter allen Verhältnissen, die man irgendwie sich nur vorstellen kann, mit jedem erdenklichen Brennstoff, außer Spiritus, aber sonst mit jedem erdenklichen anderen Zeug, was brennen kann und flüssig ist, erdölbasiert und so weiter, arbeitet. Ja? Also ich finde ihn nach wie vor ganz toll, aber zu dem habe ich schon ganz viel erzählt. Da drunten ist unten ist unser Outdoor-Raclette. Das wird inzwischen auch viel verwendet, seit ich eine Schweizerin habe. Ne? da hinten, dieses Alu-Teil ist ein alter Windschutz. Der ist aber viel schwerer als die Titan-Windschutze, weshalb wir die Titan-Windschutze zurzeit primär verwenden. Ja gut, und Brennstoff muss ich jetzt nichts weiter zu sagen. So, weiter geht's mit noch mehr Küche. Das hier, alter Kessel von Mutter. Ist immer noch toll zum Tee kochen. Da hinten ein Faltbecher, Falttasse. Kann man so ja ungefähr so aufhalten. Finde ich auch sau cool eigentlich. Wenn man keinen Platz hat, dann sind die ganz großartig. Wenn man hingegen einfach nur nichts Schweres schleppen möchte, dann gibt es sicher sogar leichtere, massive Varianten als diese Ziehharmonika-Teile. Aber witzig sind die und schön und lustig. Und ich glaube von Sea to Summit. Das ist eine ganz einfache Alu-Decathlon-Tasse, würde ich für nichts anderes als Wasser verwenden wollen. Deswegen ist eine Alu-Tasse, rein Alu-Tasse, inzwischen aus gesundheitstechnischen Gründen eine blöde Idee, aber macht ja nichts. Man kann sie trotzdem noch für Verschiedenes mal kurz verwenden oder irgendwas drauf trinken, was keinerlei Salz oder Säure enthält. Das ist nochmal ein Heizteil für dieses Teil, kommt gleich. Das hier ist mein aktuelles Nehmen, Loslaufen und Kochen-Set. Das mag ich nochmal ganz kurz separat. Ich packe es mal schnell aus. Ja, also das ist das aktuelle Topf- und Kochset mit Senf, mit Feuerzeug, mit Faltlöffel. Mit Falzborg, mit Kocher, ja, das ist ein Kocher, das ist eine Gaskartusche, sieht man ja, noch ein paar Gewürze, Taschentücher, Deckel vom Topf, das ist die Innenschale zum auch draus essen, das heißt für zwei Personen, einer futtert aus dem Topf, einer futtert aus der Schale, Hülle vom Kocher, Hülle vom Topf, ist auch gut, wenn da irgendwas dreckig ist, dann kann man es in die Hülle reinmachen, dann braucht man sich keine Sorgen machen, dass man sein Essen dann irgendwie dreckig macht, also fix und fertig, würzen, kochen, ja, das Gefäß, in dem man kocht und draus essen kann man auch gleich. Besteck ist auch gleich dabei. Man kann den Deckel auch noch als Teller nehmen. Die Leute, die behauptet haben, das ist spröder Kunststoff und geht schnell kaputt, bisher nicht. Und da haben wir jetzt wirklich ganz viel mit gekocht. Der sieht noch aus wie neu. Das ist ein durch diese Lamellen Schnellkochtopf. Man braucht wirklich massiv weniger Brennstoff, wenn man mit dem Ding arbeitet, im Vergleich zu irgendeinem vergleichbaren Titantopf. Es ist hart anodisiertes Aluminium, schön antihaft beschichtet mit Teflon und von Primus, glaube ich. Etapot nennt sich das Ding. Also davon sind wir sehr, sehr, sehr begeistert. Ist derzeit unser absoluter Lieblingskochtopf. Mit dem schaffen wir super gerne und haben wir derzeit primär dabei, wenn wir uns irgendwie ein bisschen was köcheln wollen unterwegs. Und der ist auch auf Grönland mit dabei gewesen, also auch für längere Touren sehr gut geeignet, aufgrund der Brennstoffersparnis. Dann, ja, das hier habt ihr jetzt schon mal ein paar Mal gesehen, die Wildo Camper Box. Verschiedene Schüsselchen und Tässchen drin, alles Kunststoff, aber toll. Das ist zum Kochen, da schmeißt du unten so ein Heizpad rein, sowas. Unter diese Aluschale, die da drin ist, und in die Aluschale machst du das, was du heiß machen möchtest. Das kocht nicht, das macht nur heiß, aber es reicht, um zum Beispiel Asianudeln zuzubereiten, 5-Minuten-Terrinen-Sachen, irgendwie solche kleinen Gerichte, die man nur heiß machen muss.
Oder irgendwie den Inhalt einer Konservendose von irgendeinem Alu-Päckle und. Das sind alles Ersatzheizteile. Da hinten haben wir noch einen kleinen Grillrost, faltbar und übers Feuer stellbar. Hier nochmal so eine Falttassengeschichte. Da habe ich mehrere von. Mutters alten Kessel hatten wir schon erwähnt. Das ist Evelyns Tasse. Die ist sehr, sehr groß, Edelstahl, sehr schwer. Den Eierkoffer, das ist einer meiner ersten Ausrüstungsgegenstände. Da wusste ich nicht, oh Gott, da gibt es ja so viel, was man kaufen kann. Was möchte ich denn gerne? Ich möchte einen Eierkoffer, damit ich rohe Eier mir irgendwohin mitnehmen kann und mir dann vor Ort Spiegeleier machen kann. Ne? Und das habe ich bis heute primär auch genau dafür verwendet, für Spiegeleier. Da hinten unsere Löffelsammlung. Sascha, fühl dich angesprochen. Es gibt noch deine Gabel. Sie hat zugegebenermaßen einen kleinen, ganz kleinen Knacks irgendwo davon getragen. Ich weiß nicht, ob man den jetzt gerade sehen kann. Ist nicht scharf genug, ne? Aber ja, einen kleinen Knacks hat sie davon getragen. Sie funktioniert aber noch. Schlimmstenfalls ist sie irgendwann dreizinkig. Und dein Löffel, den gibt es selbstverständlich auch noch. Der ist noch wunderbar. Der ist noch tiptop in Ordnung. Und er wird auch regelmäßig verwendet, ja? Also nur, um das klarzustellen. Gut, dann Steripen zur Wasseraufbereitung nutze ich nach wie vor gerne und oft. Also habe ihn gerne und oft dabei. Brauchen tue ich ihn fast nie. Einfach weil ich muss nicht oft Wasser aufbereiten. Ich finde meistens so welches. Die Spritze da vom Sawyer Mini zum Rückspülen. Ich habe sie behalten, weil ich eine Spritze lustig fand. Ein Sawyer Mini habe ich ja gar nicht mehr. Das ist ein Gewürzstreuer, gehört eigentlich in das Wildo-Kochset. Den müssten wir mal neu befüllen. Da unten diverse Falt-Hobos. Pushbox, Pushcraft Essentials heißen die, genau, sind dabei, sind aber noch irgendwelche anderen dazwischen und da kommen also verschiedene Falthobos der Reihe nach. Das hier ist auch ein kleines Gestell zum ins Feuer stellen, zum Kochtopf draufstellen oder sonst wie. Das sind Weingläser aus Lexan. Man nimmt unten das Unterteil raus, schraubt es oben drauf, hat man ein vernünftiges Weinglas, im Prinzip das gleiche wie das hier, nur sind die halt nochmal ein bisschen schöner, so pokalmäßig für romantische Stunden des Draußen. Habe ich inzwischen auch reichlich Verwendung für. Es gab ja auch durchaus mal eine Phase, hatte ich da nicht viel Verwendung für. So, mein heimlich Wasser mitnehmen System. Das hängst du dir an den Gürtel mittels Karabiner oder einfach an den Hosenbund. Die zwei passen wunderbar in die Beintaschen von so einer Bundeswehrhose. Hier, da rein. Kann ich demonstrieren. Wipp. Tada! Und sieht keiner. Ja? Also fällt nicht auf, tragen nicht groß auf. Und das ist toll, weil wenn man auf irgendwelchen Vorträgen ist, irgendwelchen gesellschaftlich Veranstaltungen geselliger Art und man möchte was zu trinken mitnehmen, weil es da halt überteuert ist und hat keine Lust, jedes Mal aus dem Wasserhahn auf dem Klo zu saufen, weil das nicht überteuert ist, dann kann man wunderbar eine, zwei von diesen Taschenflaschen mitschleppen. Die haben jeweils einen halben Liter ungefähr, nicht ganz. Und man kann sich, gerade wenn es nicht so wichtig ist, dass es keiner bemerkt, dann kann man sich auch diese Flasche wunderbar an die Hose noch hängen. Da hat man nochmal zusätzlich 0,7 Liter oder irgendwie sowas. Da bin ich sehr glücklich, dass ich dieses System so habe. War da sonst noch was Wichtiges? Nö. Das Orangen im Hintergrund nochmal ein Titanwindschutz. Wir haben einen gebrauchten, der bald den Geist aufgibt und einen neuen für den Fall, dass der den Geist aufgibt, damit wir dann gleich einen bereit haben. Das hier ist die Hygieneabteilung, erweiterte Hygieneabteilung. Mückenschutz, Outdoor-Seife, andere Outdoor-Seife, Babypuder schmiert sich Evelyn immer auf die Füße, beziehungsweise pudert sie sich die Füße ein und meint, das hilft gegen Blasen. Was bei ihr wohl zutrifft, bei mir nicht so. Was ist das? Ach ja, das ist auch ein Mückenmittel, das ich mal geschenkt bekommen habe, selber gemacht. Herzlichen Dank. Mehr Outdoor-Seife, mehr Mückenzeug. Das eine ist auch Ballistol, das da hinten sind. Anti-Mücken-Ballistol-Anti-Mücken-Tüchlein. Hier mit Augen, hat mir Evelyn mal geschenkt. Gab da irgendeinen kleinen Gag zu. Hier haben wir noch so Sonnencreme-Päckchen. Die sind auch saupraktisch, wenn man gar keine Flasche mitnehmen möchte, sondern einfach ein bisschen Sonnencreme für unterwegs. Auch für Survival-Kits durchaus interessant. Die berühmten aufquellenden Tücher, die kennt man, glaube ich, inzwischen. Schmeißt man in Wasser, dann wird daraus ein ordentliches Tuch, mit dem man sich dann entweder selber putzen kann oder als Klopapierersatz verwenden oder
die Küche damit sauber machen oder was auch immer. Die sind wirklich super universell, habe ich sehr gern. Das sind Zahnputztabletten, keine Ahnung mehr, wie die heißen. Für Touren genial, muss man keine Zahnpasta mitschleppen und die sind 100% biologisch abbaubar. Die sind natürlich komplett unbedenklich, kann man drauf rumlutschen, dann hat man halt irgendwie sowas wie Zahncreme im Maul und hinterher alles wunderbar in die Landschaft spucken. Nicht direkt ins Gewässer, aber auf den Erdboden überall, überhaupt kein Problem. Coole Sache, gewöhnungsbedürftig, aber für die Umwelt toll und wiegen quasi nichts. Meermückenschutz, so ein bisschen Grönlandwachs. Kann man übrigens auch selber machen, wie ich inzwischen rausgefunden habe, nachdem mir jemand das hier geschickt hat. Vielen Dank, das ist selbstgemachtes. Kostet dann kein Vermögen, anders als das Original. Was ist das? Ach ja, das ist einfach noch so ein bisschen Schnallen- und Bandmaterial. Warum das da liegt, weiß ich nicht. Ja, also das war die Hygieneabteilung im Wesentlichen. Das hier ist die Schnur-, Band-, Tüten-, sonst was Abteilung. Verschiedene Plastikschnüre damals aus dem Baumarkt, die sind schon uralt. Verschiedene Paracord-Armbänder, da habe ich irgendwann mal auch genug von gehabt und renne damit auch nicht mehr täglich rum. Anders als früher. Das ist eine Schnurbox, die ist auch cool, macht man auf. Hat man hier Schnur, kann man da rausziehen, bis irgendwann leer ist die Box. War auch ein Geschenk, vielen Dank. Ja, also ganz viele verschiedene Schnürchen, teilweise schön aufgewickelt, teilweise nicht schön aufgewickelt, teilweise brennbar, teilweise nicht brennbar und. Paracord natürlich, auch noch einiges da. Habe ich auch noch woanders Vorräte. Das ist mein Sacksack. Da sind im Grunde einfach nur andere Stausäcke drin, mit denen man im Rucksack halt Ordnung halten kann, indem man alles in irgendeiner Form in seinem eigenen kleinen Säckchen verpackelt, wenn man das dann haben möchte. Oder halt nur drei Säcke verwendet, wenn man halt zu wenig Platz hat oder zu viel, das Ganze einem zu schwer wird. Das ist mein Karton für weitere kleine Aufbewahrungshilfen. Da sind Paddlinge drin, da sind solche Fläschchen drin, da sind hier solche Boxen drin, wo auch das Essbett drin ist und so weiter. Super praktisch, da einfach viele kleine Aufbewahrungsmöglichkeiten zu haben. Und da habe ich auch viel geschenkt bekommen von Brandmaterialabteilung. Verschiedene einzeln verpackte Grillanzünder, Feuerzeug, Benzin, krasse Ami-Streichhölzer, verschiedene Fire-Steels. Das Zeug hier brennt toll. Nochmal Streichhölzer, Sammelsurium, Feuerzeug, Sammelsurium, Mini-Fire-Steels, die man in Schweizer Taschenmesser anstatt des Zahnstochers reinmachen kann. Trioxan, da hinten mehr Trioxan. Kerzen, Brenngel, überall Strike Anywhere Streichhölzer und. Das Zeug ist toll, das ist also quasi das gleiche Brenngel, wie wir da vorne auch schon mal hatten in so einer Box. Hier eben als Flasche schraubt man auf, drückt irgendwo ein Häufchen hin, zündet das Häufchen an und schon brennt es. Man kann das also auch als Kocherersatz verwenden, brennt auch relativ lange. Sau cool, verwende ich sparsam, weil ist gar nicht einfach ranzukommen und ist außerdem ziemlich teuer. Aber ist wirklich super, super cool, mag ich sehr gerne. So, das ist die Plus-Minus-Elektronik-Abteilung. Da muss ich mal dringend aufräumen und mal ein bisschen aussortieren und auch Dinge wieder hinlegen, die da eigentlich hingehören und derzeit woanders liegen. Das ist ein Akku, das ist ein Kurbelradio, funktioniert hier im Keller nicht, überall sonst schon. Kann theoretisch sogar mit USB irgendwelche MP3-Player dran schließen und dann kann man die auch abspielen über den Lautsprecher. Das ist eigentlich ganz lustig, gab es mal günstig bei Chibo tatsächlich. Das ist ein Campingplatz zu stinknormal Stromanschluss, also hier wäre stinknormal drunter. Gedacht für, wenn ich mal Strom brauche, um irgendwie einen Computer oder sonst was auf dem Campingplatz zu betreiben, obwohl ich da bloß mit dem Zelt übernachte. Ich werde da ja niemals mit dem Wohnmobil ankommen und werde da auch mein Auto nicht anschließen wollen. Aber ich würde vielleicht eventuell mal in seltenen Situationen Strom nehmen wollen, zum auch Powerbank wieder aufladen und solche Späße. Batterien, Reisestecker, Gedöns, Adapter, den man so ziemlich überall irgendwie anschließen kann, um dann hier in der Mitte seinen Strom beziehen zu können. Der hat schon treue Dienste geleistet. Dann haben wir hier noch mehr so, ja, nicht mehr viele drin, aber theoretisch noch mehr Batterien. Das war nochmal ein Brennmaterial. Das ist meine Sachen drauf Ansündebox. Taschenlampe, hat die überhaupt noch Saft? Oh ja, tatsächlich. Gut zu wissen. Die liegt ja sogar am Platz. Kriegt man jetzt nie wieder aus. So, doch. Positionsleuchte, also ehemaliges Fahrradrücklicht. Mein jetziges hat fest installierte Beleuchtung, deswegen brauche ich das für was anderes nicht mehr. Und dieses Ding hier finde ich auch noch ganz lustig, wenn es noch funktioniert. Na, tut es glaube ich nicht mehr.
Doch, tut es. Zum hinten an den Hut hängen, wenn man gesehen werden möchte und vorne weggeht. Oh ja, auch mit Blinkfunktion. Mhm. Und das Ding hatte ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Damit kann man im Prinzip bis in alle Ewigkeit Strom produzieren, indem man hier kurbelt, ist nur extrem anstrengend und der Wirkungsgrad ist beschissen. Also man kurbelt sich doof und dämlich, um dann nennenswert irgendwas mit aufzuladen. Aber geht immer. Geht immer, es sei denn, man hat keine Arme. So, Messer, ganz ehrlich, das sparen wir uns. Ja. Ein paar liegen inzwischen da jetzt auf dem losen Haufen. Da nehme ich mir halt mit, was ich gerade benutzen möchte. Ich versuche zu variieren, so gut es geht. Der Rest ist hier in der Kiste. Tarp-Zubehör, vorsichtig ausgedrückt. Und Schaufel, warum die Schaufel da liegt, na, die liegt da halt. Und hier sind nochmal verschiedene Taschen, Gürteltaschen und sonst was dabei, die sonst nirgendwo ihren Platz gefunden haben. Tarpaufbau, Zubehör, Säckchen, Schnüre, Heringe drin, so ein Kram. Schneeheringe, wenn es mal in den Schnee gehen soll. Tarpunterlagen, sehr leicht, nicht so super robust, wenn ich was super Robustes haben will. Da unten ist die Elefantenhaut, die ist aber halt deutlich schwerer als die Dinger. Also für die meisten Touren nehmen wir tendenziell sowas mit. Das ist auch ein Tarp. Das eine, was hier unten liegt, der Rest liegt oben. Tarpstangen für BW Dackelgarage oder für irgendwelche Schweizer Konstruktionen. Da drüben auch nochmal. Sind Schweizer Modell, funktionieren bei unserem deutschen Ding aber genauso. Da hinten Sicherheitsweste, wenn man mal gesehen werden möchte, habe ich dann auch ganz gerne mal dabei, wenn ich ansonsten ziemlich viel Camouflage unterwegs bin. Das ist verschiedene Tütchen, verschiedene Täschchen, verschiedene Folien, verschiedene Beutelchen zum Sachen sehr leicht transportieren. Also noch leichter als irgendwelche Stofftaschen, sind natürlich schlicht und ergreifend Ziplock-Beutel. Ne? Sitzunterlage, haben wir noch mehr von, sind inzwischen überall verteilt. Das ist eine Tasche, die ich, eine französische Magazintasche aus was weiß ich was für einem Krieg, habe ich ein bisschen eingeölt und ein bisschen aufbereitet. Jetzt sieht sie wieder ganz schön aus, sie sah zwischendrin nicht so schön aus. Bin ich auch billig reingekommen und habe gedacht, das wäre auch mal was, um irgendwie ein Survival-Kit reinzumachen oder sowas. Bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Apropos Survival-Kits, das hier sind alles irgendwelche mehr oder weniger als Survival-Kit genutzten Dosen. Das ist meine eine Sonnenbrille, benutze fast nie eine. Ein Höhenmeter, den finde ich besonders schön, weil der ohne Strom funktioniert. Der ist barometrisch, also komplett dadurch, dass da drin eine Dose ist. Eine sehr empfindliche, die durch den Luftdruck zusammengedrückt wird oder sich eben wieder entfaltet, wenn sie nicht zusammengedrückt wird. Und damit kann der einem sagen, wie hoch man ist, wenn man an einer bekannten Stelle ihm einstellt, welchen Wert er gerade haben sollte. Ja, das ist wichtig. Er ist gerade nicht genormt. Deswegen alles, was da draufsteht, stimmt nicht. Wir sind nämlich nicht auf Null. Verbandkasten. Ja, ist ein ganz alter Verbandkasten. Ich konnte damals noch nicht Verbandkasten korrekt schreiben. Der ist wirklich, wirklich alt. Mein kleiner Feuerlöscher, den ich dafür da habe, dass ich so tun kann, als ob ich hier ganz vernünftig mit Feuer umgehen würde innerhalb von meinem Keller. Der rote Sack hier ist unser tatsächliches Verbandspäckle. Das haben wir dann für halbwegs längere Wanderungen dabei, für ganz kleine Sachen, bloß ein paar Pflaster in der Hosentasche. Ehrlich gesagt, auch wenn man da mehr mitnehmen könnte. Reserveverbandsmaterial in der Kiste, da oben auch noch ein bisschen Reserveverbandsmaterial, gut ist. So, jetzt aber ein bisschen beschleunigt. Das hier ist Schlafsack, Kompressionssäcke, Ponchos, Rucksack, Regenschutzhüllen, sowas in die Richtung. Das da oben ist meine Biwakrolle, nehmen, wohin schmeißen, ausrollen, schlafen. Sau cool, immer noch, riesengroß, sau schwer, egal, für wenn man wirklich mit dem Auto mal unterwegs ist und keinen Bock hat, sich irgendwie großartig Hotel oder sonst was zu nehmen, kann man damit direkt neben dem Auto im Grunde auf dem Parkplatz pennen, wenn man das dann will. Eine Isomatte gehört natürlich noch dazu, klar. Dann, das hier ist die Tarp-Abteilung, oben rechts, BW Dackelgarage, also eine halbe, die besteht aus zwei von diesen Dingern. BW Zeltbahn heißt es, genau. Das Ding, das schwarze Ding links daneben ist derzeit mein modernstes, glaube ich, mein modernstes Tarp, ja. Ein Helikontex 3x3 Meter ist ganz toll. Darunter nochmal eben so eine einfache Decke, nichts Besonderes. Das Tarp daneben, das habe ich mal günstig auf Amazon gefunden und dachte, ich brauche mal ein neues 3x3 Meter Tarp. Ist ein 3x3 Meter Tarp, kann das sonst noch irgendwas? Nein, aber dafür ist es relativ leicht. Hat ein bisschen wenig Abspannpunkte. Ja, gut, dadurch kommt das kleine geringe Gewicht zustande, ne? So, dann haben wir daneben nochmal einen Tarp.
Keine Ahnung, was das jetzt gerade für eins ist. Und das blaue ist auch nochmal ein Tarp, mein ganz, ganz altes 3x3 Meter Tarp. Das ist derzeit eher so ein Sonnensegel. Es ist nämlich nicht mehr ganz wasserdicht, würde ich mich nicht darauf verlassen wollen. Und das hier in dieser alternativen Farbgebung ist ein Schweizer Regenponcho, darunter Militärdecke von Opa aus dem Zweiten Weltkrieg, dort in französischer Kriegsgefangenschaft tatsächlich verwendet. Aus Nostalgiegründen hebe ich die gerne auf. Die ist nicht bombenwarm, wie man vielleicht denken würde. Boah, die ist uralt, die muss super bombenwarm sein. Nein, ist sie nicht, aber dafür wiegt sie auch jetzt nicht gleich so viel wie manch andere Wolldecke, die dann halt einfach echt sauschwer ist. Evazote-Isomatte ewig nicht benutzt, ich bin inzwischen Weicheischläfer. Drunter die berühmte Eierkarton-Isomatte von Thermarest. Noch weniger oft benutzt, weil die habe ich erst bekommen, als ich schon Weicheischläfer war. Deswegen ist sie aber trotzdem toll und, was heißt doch, also als Unterlegmatte für eine aufblasbare, ne? Sowas wie das orangene Ding hier. Da ist die ganz, ganz großartig. Und man muss halt nicht immer so das Problem damit haben, dass sie sich aufrollt wie eine Roll-Isomatte damals, als die halt noch Verwendung fanden bei mir. Nicht, dass die heute nicht mehr gut sind, ja, die sind noch tipptopp und wer die mag, kann damit super tolle Touren machen und gerade wenn man noch jung ist und keine Rückenprobleme hat, ist das ganz, ganz toll. Also so richtig jung, ja. Richtig alt bin ich auch noch nicht. Rechts oben im Bild aktuelles Zelt. Wie heißt's? Abisko 2, Lightweight 2, irgendwie sowas von Fjällräven. Nach wie vor sind wir damit sehr zufrieden. Darunter liegt mein Akto, mein altes Baujahr 2000, irgendwie sowas. Dann haben wir da diese blaue Säckchen, das ist ein Inlet, ein Seiteninlet. Meine, welche Firma? Expat Isomatte und irgendwo auf dem Haufen sollte auch meine aufblasbare Thermarest irgendwo rumliegen. So, hier Stöcke. Braucht man nicht weiter kommentieren, ne? Verschiedene Sammelsurium an Stöcke. Evelyn, ihre sind auch dabei und ich habe diverse im Laufe der Zeit zusammengetragen. Und wisst ihr was? Das war's. Ah! Dann bedanke ich mich in diesem Sinne mal wieder fürs Zuhören und Zugucken. Entschuldige mich für die Wackelkamera. Ich habe extra das Objektiv genommen, das die beste Bildstabilisierung hat. Aber das Ganze mit dem Stativ machen hat ja auch keine Lust. Und ja, ich hoffe, ihr habt es überlebt. Und wenn nicht, dann guckt euch doch einfach nächstes Mal wieder irgendwas anderes an. Das heißt, wenn ihr es nicht überlebt habt, dann seid ihr tot. Aber ansonsten könnt ihr euch nächstes Mal was anderes angucken, wenn es dann wieder um was Vernünftiges geht. Und nicht nur um Bens Ausrüstungsregal. Aber jetzt so als Überbrückungsprogramm war das für mich halt einfach super schnell. Einfach mal runterdrehen und gut ist. Jo, dann bitte gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal, wenn nicht gesund werden. Und irgendwie so war die übliche Verabschiedung. Ich wünsche euch was. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.